Weg, 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 weg. Ich muss auch gleich wieder Google aufmachen mit den ganzen Jojos, weil im Hartmut gibt es natürlich noch viele andere Jojos. Und eins davon muss ich bekommen, nämlich das Eye of Cthulhu Jojo mit 121 Schaden. Warte mal, der Name ist schwer auszusprechen. Warte mal. Roy Sucks. Roy Sucks oder so. Ich hoffe, ich sag's richtig. Weil das brauchen wir, um Moonlord nämlich nachher noch zu ficken. Aber ich muss ja wirklich alles durchkommen. N-Cloud, danke für den Follow. Du bist auch offiziell... Oh, sexy! So, wir müssen jetzt echt hier rumgammeln. Es tut mir leid, aber wir müssen das Amarok finden. Sonst sind wir hier nämlich echt gepimmelt, ey. Gepimmelt. JD, danke für den Follow. Bester Freund bei Terraria, natürlich. Guck mal, das andere Counter-White ist natürlich total toll, weil es durch die ganze Fliege fliegt. Janni Boy Bayern, was? Janni Boy Bayern, alles klar. Oder Bayern. Lol, was sind das? Eiselemente? Alright. Laurenz, danke für den Follow. Und an alle Leute, die gerade neue zustoßen, mich noch nicht kennen. Den lieben Konso Monso. Den lieben Konso. Alles, was ich jetzt hier gerade mache, kommt auch auf YouTube. Also ihr werdet dann auch auf YouTube zu sehen sein, wenn ihr was in den Chat schreibt. Und danke The Gamer, Gamma LP, Let's Player. Also ihr könnt ruhig was reinschreiben, das ist kein Problem. Nur nicht wundern, dass ich nicht direkt antworte, weil ich bin gerade total gefokust auf den ganzen Scheiß. Weil mit anderen Waffen wäre es jetzt einfacher, mit dem Jojo muss ich gerade dran gewöhnen. Aber keine Angst, ich werde auf jeden Fall ab und an noch in den Chat gucken. Daher ist er ja auch im Stream eingeblendet. So, warte mal kurz. Roy Sucks. Du wirst von der Geisterrüstung gemobbt. Naja, auf jeden Fall. Wir müssen uns, aber das Gute ist, als Jojo-Idiot können wir uns die Tankies Armor bauen, weil die auch Nahkampfschaden hochmachen und wir brauchen Nahkampfschaden. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen, also das Spiel durchpacken. Nur mit dem Jojo. Weil wir können auf Tanky bauen, das ist gut. Oh, ich glaube, wir finden aber echt keinen Amarok hier. So. Na, ich kann ja nichts benutzen. Ich kann ja nicht mal eine Dings nutzen, nicht mal eine Wolke. Die hole ich mir normalerweise auch immer. Das Optimale wäre jetzt, wenn es hier schon regnen würde, dann könnten wir nämlich den Golem töten, den Eisgolem, um dann vielleicht eine Eisfeder zu kriegen, um uns dann relativ gute Flügel machen zu können. Und das nächste ist natürlich die dummen Ohrs sammeln, das ist natürlich doof, wenn wir Titan und Adamantit haben, aber brauchen wir nun mal, ist halt leider so. Und dann machen wir uns dann die ersten Bosse. Aber erstmal ein Amarok, sonst sind wir zu schwach für alles. Lisa, alles klar. Ich bin jetzt im Fernsehen. Mama, ich bin in YouTube. Nein, im Kino, natürlich. Ich mache natürlich immer, wenn ich großer YouTuber bin, auch einen Kinofilm und schreibe ein Buch. Wie alle cool, ne? Wie Kartoffelsalat, meine lieben Freunde. Optimal. Ich krieg aber wirklich keinen Amarok. Was ist denn hier gerade los? Ich habe jetzt gestern einen YouTube-Kommentar erhalten, wo jemand geschrieben hat, er hat nach einer Minute das Amarok bekommen. Aber egal, ich bin happy. Ich bin happy wie sonst was. Ich habe die Wall of Flesh getötet. Das ist optimal. Und lustigerweise kommen wir mit dem Jojo im Hartmut aber hier auch ganz gut zurecht, muss ich sagen. Also Jojos sind eigentlich gar nicht mal so scheiße. So, hier ist aber auch ja überall Eisbio. Komm, hier müssen wir doch mal langsam einen Amarok troppen. Ich töte jetzt unten schon Millionen von Viechern. Oh, da wird so gut eine Wolke jetzt hinpassen. Die ganze Zeit instant Schaden macht. Zoo Zocker, nein, leider kannst du nicht mitzocken. Das ist momentan ein Jojo-Only-Run. Das heißt, wir werden eine K.O.-Kanone und Amarok. Nein, K.O.-Kanone kann ich ja nicht nutzen. Egal. Stop. Ah nein, ich habe keinen Platz wahrscheinlich, gell? Ah, geh weg. Das kann ich hier weghelfen. Wir haben es auf jeden Fall. Leute, wir haben es. Wenn ich da jetzt mal reinkommen würde, ohne zu sterben. Jetzt geht man hier alle weg. Erstmal, dass ich eine K.O.-Kanone, glaube ich, so schnell getroppt bekommen habe. So, jetzt gucken wir mal, unser Jojo, wie viel Schaden das hat. So, also unser Jojo hat zurzeit 27. Es hat einfach mal 50. Ja, und macht auch noch Eisschaden, dass die noch so leuchten. Also, wir sind auf jeden Fall... Oh mein Gott. Und ich glaube, es geht schon unendlich. Also, es ist, oder? Geht es schon unendlich? Ich weiß gar nicht.
darf ich vorstellen, ein ziemlich starkes Jojo, was man direkt am Anfang kriegen kann. Weil viele mich gefragt haben, hey, was kommt sowas, kann man im Hartmut am Anfang sich am besten holen? Dieses Jojo. Das Jojo ist der Hammer, guckt euch das mal an hier. Zack. Und ich bin nicht auf Schaden getrimmt zurzeit, gar nicht. Obwohl ich zugeben muss, die Rüstung, die ich habe, die Höllenrüstung, die hier, macht sogar mehr Nahkampfangriff als eine volle Titaniumrüstung. Nur um das mal euch zu sagen, zu vergleichen. Deswegen ist sie nicht schlecht. Alter, 80 Critical Schaden. Alles klar hier. Zu faul für einen Namen. Für einen Name. 38. Danke für den Follow. Ich habe schon 5 oder 6 bekommen, der das Jojo häufiger in der Höhle anzusetzen. Alatreon 22. Danke für den Follow. Kappa Rainbow. Leute, wenn das so weitergeht, wir tun Terraria gerade ordentlich nach oben pushen in der Seite, gell? Das ist schon sehr lustig, weil Terraria haben ziemlich wenig Leute gespielt. So, wir haben es auf jeden Fall einmal gefunden. Ich bin zufrieden damit. Noch kein guter Buff drauf, nur mit Knockback oder sogar ein Shuckle. Das nehmen wir einfach mal mit, das die Fessel, falls wir sie nicht haben. Wir verticken hier alles. Das heißt, mit einem ordentlichen Buff kommen wir auch vielleicht auf Max so 60 Schaden. Optimal. So, wir sind jetzt also stark genug. Was machen wir als nächstes? Hat jemand eine Idee, was wir als nächstes machen können oder mal als nächstes machen sollten? Wenn es jemand weiß, schreibt es mal bitte in den Chat. Ich sage ja immer gerne in die Kommentare, weil ich YouTuber bin. So, hier haben wir auf 47 Geld. Coins, Gold Coins. Habe ich eigentlich irgendwas geordnet? Natürlich nicht. So, dich brauche ich nicht mehr. Oh, K.O.-Kanone. Mann, das ist schon schön, das Ding. Egal, einmal erstmal alles hier rein. Da ist eine Bottle auch hier rein. So, die Climbing Claws soll ich ja mit denen hier verbinden, gell? Ja, die haben halt beide schöne viel Abwehr. Das ist natürlich... Ja, aber komm, können wir gerade mal machen. Muss dann irgendwann das Tappi rauszumachen. Mit einer Abwehr. Egal. Weil die Tiger Climbing hat ja eigentlich keinen Vorteil. Ich habe jetzt nur 3 Abwehr weniger. Aber egal. So, denke ich, kann ich später mitzocken. Dein Terraria-Stream hat 20 Zuschauer, mehr als der zweitbeste. Hausvergrößern. Ich würde dir raten, erstmal auf bessere Rüssi zu gehen. Mach den Moonlord. Ja, genau, mach den Moonlord. Mama, ich bin im YouTube und in Twitch auf einem Stream. Such ein Tempel in der Wüste. Kann ich mitzocken, bitte. Su Zocker, du kannst leider, wie gesagt, nicht mitzocken. Tut mir leid. Such dir einen Luftballon und dann kannst du es mit Sandstorm und Hufeisen mixen. Mann, was sind für Tipps? Nein, ich bin doch schon im Hard-Mode. Ich bin doch schon im fucking Hard-Mode. Das Beste, was ihr machen könnt im Hard-Mode, ich frage euch trotzdem, ist in den dreckigen Dschungel zu gehen. Weil falls es nicht regnet hier im Eisbiom und ihr keinen Eisgolem tötet, geht in den Dschungel, da findet ihr sehr schnell Flügel. Könnt sogar ein gutes Jojo finden, das sogar besser ist als das Amarok minimal. Aber ich mag das Amarok mehr, weil es einfacher zu finden ist. Und zweitens, weil es noch diesen Eisschaden macht. Der schön ist, weil die Gegner dann leuchten. Aber da kannst du ganz schnell billige Flügel finden. Dann gehen wir auf eine Himmelsinsel, töten diesen blöden Lindwurm. Du weißt ja, glaube ich, auf Deutsch Lindwurm. Ja, irgendwie so, Rivern oder wie immer der heißt. Um uns Flügel zu machen. Weil Flügel sind momentan wichtig. Sehr wichtig. Weil ihr müsst das so bedenken, ich kann nur Jojo spielen. Das heißt, die ganzen Waffen, die ihr meint, kann ich mir nicht machen. Also keine Megaschar, keine Uzi, kann ich mir alles in Bobbe stecken. Ich muss mich nur auf Jojos konzentrieren und auf Nahkampfschaden. Das erste, was ihr natürlich mir raten solltet, wäre natürlich die Dinger zu zerstören, damit die neuen Ors hier gespawnt werden. Was ich, glaube ich, auch mal machen sollte. Warte mal, ist hier nicht die Corruption? Ja, da rechts, okay. Sascha gleich Beste. Kann ich nachher mitspielen, wenn der Stream vorbei ist? Naja, der Stream wird noch ein bisschen gehen. Spam, please nicht. Queen Bee, du bist der Erste auf Twitch mit Terraria. Wie, ich bin der Erste? Du meinst von Platz 1 oder was? Nein, ernst? Ich bin doch jetzt nicht vor den ganzen Engländern, oder? Bin ich wirklich der erste momentan bei Terraria? Oder nur der erste deutsche Terraria-Spieler? So, jetzt gehen wir hier noch hoch. Warum kann ich keinen Stream nicht auf der View schauen? Ja, aber warum soll ich denn die Queen Bee machen? Die Queen Bee ist doch total Nonsens. Die gibt mir nichts, was ich nutzen kann. Nochmal an alle, ich darf nur das Jojo nutzen. Also jede andere Fernkampfwaffe, Nahkampfwaffe kann ich mir alles in Bobbe schieben.
die meisten Views weltweit. What the fuck, Alter, wie weit ist ein Terrarium runter? Hier ist zum Beispiel der hier, der Meteorit, den ich auch nicht abgebaut habe, weil ich nicht nutzen darf. Wir gehen jetzt erstmal diese Altare zerstören. Das wäre wohl das Wichtigste. Oh mein Gott, ich bin doch voll Expert gewöhnt. Ich drücke die ganze Zeit zweimal nach vorne, um mit dem Eye of Cthulhu Shirt Schild nach vorne zu rushen. Zu dashen, eher gesagt. So, warte, wo gehe ich denn hier rein? Ja, richtig, okay. Oh, Flügel werden so schön, ey. Ja, komm. Oh, da oben ist ein Feind, den ich nicht mag. Och, mit dem Jojo kein. Alter, wie viel ich zocke. Kyle Smash HD, danke für den Follow. Ich war so, als eine Mutter hier im Stream drin war, die gesagt hat, das ist total vulgär, wenn du da hinschreibst, dass er sexy ist. Das tut man nicht. Dann ist das egal. Danke für den Follow, Niki. Ich finde es besser, dieses ist sexy, als irgendwie danke für ein Follow oder so ein Scheiß. Das hat ja irgendwie jede Banane. So, Zucker, du bist auch offiziell sexy. Und ich renne mal wieder in den Dschungel rein. Ich bin gerade leicht aufgeregt, weil ihr einfach, ihr wisst schon, 35 Zuschauer sind. Das ist ja total, ich kriege ja richtiges Lambefieber hier. So. Der coole Gammler. Der coole Gammler. Alter, die nix gefallen mir. Jetzt muss noch ein Tollstuhlfahrer hier drin sein und ein... Ah, wie ist der nochmal? Der hat auch so einen lustigen Nick gehabt. Hab ich auch gefeiert. Ich überlege gerade, irgendeinen lustigen Nick hat noch jemand gehabt. Immer so ganz komische Leute, die der Bananenlutscher nennen und sowas. So, habe ich überhaupt den Pornhammer? Den ha. Oh mein. Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich den nicht weggetan. So, wir hoffen alle. Wir hoffen fucking alle, dass wir jetzt das kriegen, was wir wollen. Bitte irgendein neues Ohr. Kobalt. Scheiße. Das nächste. Orichalcum. Können wir schon mal so stehen lassen. Vielleicht kommt jetzt Titanium. Ich glaube, Adamantit ist aber besser für uns jetzt zur Zeit. Titanium. Scheiße, war das besser für uns? Na, egal, egal. Titanium Orichalcum ist gut. Gefällt mir. Kobaltband spawnt jetzt eh wieder auf der halben Welt und finden wir eh tonnenweise. Können wir uns da eigentlich irgendwas draus machen? Nö, nur die Spitzhacke. Jo. Orichalcum wird wieder ein Spaß, das heißt jetzt schon. Kann man sich eigentlich mittlerweile die Dinger neu craften, diese Dämonenaltare? Was passiert eigentlich, wenn du alle zerstörst? Oder spawnen? Ich glaube, die spawnen nach einer Zeit jetzt wieder, gell? Ja, übertreib doch. Und gute Resiria. Cool, dass du am Start bist. Freut mich, dass jetzt immer mehr Mods hier wieder da sind. Weil desto mehr Viewer, desto hast, desto mehr Idioten kommen, die irgendwelche komischen Links posten. Und dann könnt ihr die besser bannen. So. Da haben wir schon mal Kobalt direkt. Wunderbar. So, Zocker, ich weiß nicht, wie viel Uhr wir dann haben. Ich mache jetzt heute einen großen Stream, den ich sogar auf YouTube angekündigt habe. Und das heißt bei mir einiges. Der Pornhammer, ja, natürlich, der Pornohammer. So. Die sind für immer weg. Wie findest du eigentlich das Aussehen vom Moonlord? Beschissen. Genauso dubbig wie das Aussehen von dem Boss, den es nur auf der Xbox-Version gibt. Wie hieß denn der nochmal? Boah, ihr wisst, wie der heißt. Der beschissenste Boss, den es gibt, den sie immer noch nicht gefixt haben. Also die Hitbox von dem Ding ist immer noch übelste Mülltonne. Wie heißt denn der? Schreibt das mal bitte in den Chat, wer es weiß, wie von der Konsolenversion der neue Boss heißt. Den man ja machen kann. Wie heißt denn der nochmal? Okram, genau, Okram. Beschissenster Boss, den es gibt. Also ich finde, Moonlord sieht hässlich aus. Es passt einfach nicht ins Terraria rein. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich finde, der passt da nicht so rein. Vom Zeichenstil und so auch. Ich finde nicht schlecht, weil es eigentlich Cthulhu darstellt. Ich fände natürlich zum Beispiel cooler, wenn es dann eine zweite Art von Wall of Flesh gibt, dass Eye of Cthulhu, Cthulhu aus dem Meer steigt und dann einfach einmal komplett über die Oberwelt rennt und man muss ihn dabei töten. Das wäre ein coolerer Boss gewesen, muss ich sagen. Der hätte mich auch mehr erschreckt, wenn der dann wirklich so riesengroß wäre. Einfach Moonlord mit Händen und Füßen so gesehen. Also in groß, ihr wisst Bescheid. Das wäre doch geil, oder? Dann noch eine Animation, dass hier über die Karte der dann so rumläuft. Das wäre ziemlich cool gewesen. Aber naja. Mal gucken, was Terraria mit sich bringt. Endterraria, der Mod mit dem Levelsystem, wurde jetzt auch geupdatet. Den werde ich mir auch nochmal angucken. Wird auf jeden Fall mega geil. Das wird auch bei der MMO-Mod öffentlich sein. Das heißt, es gibt dann so eine Art MMO-Server mit Levelsystem für Terraria.